Irgendwie sind die Bauarbeiter ja auch wirklich putzig. Heute kam ich hier an, da hatten die Monteure noch eine Frage. Schaut mal da in den Hintergrund. Na, erkennt ihr's? Ja, genau. Die haben die Zuleitungen tatsächlich nochmal verlegt, damit diese Leitungen symmetrisch zur Tür liegen. Das Abwasserrohr sitzt unverändert, ebenso die linke der drei Frischwasserleitungen, aber diese rechten beiden Frischwasserleitungen, die haben sich hier von der linken Seite dieser Leitung auf die rechte Seite dieser Leitung versetzt. Angeblich war es nicht so viel Arbeit. Hier befindet sich die Mitte. Das ist noch nicht ganz symmetrisch, aber das ist in Ordnung so. Ich habe es mit denen abgesprochen. Da kommt ja so eine Art Verblendung drüber, dass es aussieht, als wären das Balken. Und die mache ich einfach ein kleines bisschen breiter, irgendwas zwischen 20 und 25 Zentimeter. Das heißt, ich lasse hier ein bisschen Hohlraum, ich lasse da ein bisschen Hohlraum und dann kommen hier so, ja, so breite etwa Verblendungen drüber, hier und da. Und dann sieht das wiederum symmetrisch aus zur Mitte gegenüber der Tür. Und wie kam es dazu, dass sie das jetzt doch noch geändert haben? Hat der böse Bauherr da so lange herumgepinst, bis sie das endlich geändert haben? Hat er rumgemeckert, mit bösen Videos gedroht? Naja, der Chef hat wohl bei den Monteuren angerufen und gesagt, Leute, das muss genauso sein wie im Plan. Und dann haben sie das geändert. Naja, umso schöner für mich, dann habe ich es am Ende doch noch genauso, wie ich es haben will. Von daher ist das eine feine Sache. Die Elektriker waren natürlich auch wieder da und die Zahl der Kabel hat sich deutlich erhöht. Das Orangene, das müssten die LAN-Kabel sein. Hier unten, da hat der Holzbau eine große Aussparung gesägt für die Verteilung der Fußbodenheizung. Auch durch den Flur und hier ins Wohnzimmer sind die ersten Kabelstränge gezogen. Und diese Kabel da oben durch die Decke zu bekommen, das ist wohl nicht ganz so einfach. Die Decke wird zwar noch ein kleines Stückchen abgehangen, aber auch nicht tiefer als diese Balken tief sind. Also hier auf diese Lattungen kommt noch einmal eine Lattung in diese Richtung und dann kommen da wohl wahrscheinlich auch Rigipsplatten drauf. Dementsprechend müssen die irgendwie da durchkommen. Das Einfachste wäre es wohl gewesen, hier große Aussparungen sägen zu dürfen. Das war statisch aber nicht erlaubt. Von daher mussten die viele kleine Einzellöcher sägen und die Kabel da in Zweier- oder Dreiersträngen durchziehen. Das ist wohl sehr aufwendig, das Holz auch sehr hart ist. Also die hatten ihre ersten Bohrer mitgebracht, die Elektriker. Und da sind gleich mal die Spitzen abgebrochen. Da mussten sich neue Spezialbohrer kaufen, um da die Löcher durchzukriegen. Der Kamin hat hier unten jetzt ein schönes Loch, denn der rechte Schacht, der wurde ja nie benutzt und da sollen die Heizungsrohre und die Kabel durchgezogen werden. Und damit sie da besser drankommen, mussten sie hier diese Rohre da herausnehmen, denn die waren einfach zu eng und jetzt können sie hier durch den gesamten Schacht durchgehen. Hey Julie, deine Fans haben sich schon Sorgen um dich gemacht. Ja. Hier außen am Haus haben die Trockenbauer damit begonnen, überall, wo sich hier diese L-Profile befinden, eine Dämmung aufzubringen. Hier in dem Bereich befindet sich noch kein L-Profil. Das liegt einfach daran, dass für den Balkon später hier was anderes hin sollte. Aber diese Lösung war dann schlussendlich zu teuer. Also da kommen auch noch diese L-Profile hin, aber die sind noch nicht da. Naja, jedenfalls gehen wir jetzt einmal hier ums Haus und gucken uns diese Dämmung an. Hier fehlt offensichtlich die Dämmung noch, das heißt, die sind nur noch nicht ganz fertig. Und hier im Flur, im Dachgeschoss, da ist das Badezimmer, hier hatte der Heizungsbauer das Problem gehabt, dass diese Position sehr ungeeignet ist für die Verteilung der Fußbodenheizung. Da sollte also so ein Kasten rein. Er hatte gesagt, das ist doch Quatsch. Da, durch diesen Schacht, da kommen die Rohre rauf und das Ding sollte dementsprechend hier in dieses Fach hinein, aber dieses Fach ist ein Stück zu schmal. Daraufhin war die Idee, diesen Balken hier zu kappen und die Last, die hier herunterkommt, durch einen Querbalken auf diesen Balken und diesen gegebenenfalls aufgedoppelten Balken zu verteilen. Hallo Julie, da ist die Katze. Manche von euch haben sich Sorgen um die Katze gemacht. Nein, ihr geht es gut. Das Problem war, der Statiker hat da nicht mitgespielt. Er hat gesagt, da sind so viele Tonnen Last drauf, der Balken, der kann hier nicht gekappt und das Gewicht nicht irgendwie nach rechts und links verteilt werden. Na gut, sonst hätten wir hier so viel Platz gehabt für diese Fußbodenheizungsverteilung. Also kam dann die Architektin und meinte, gut, wir könnten den Kasten hier auch davor setzen. Dann müssten wir allerdings hier in dem Bereich die Wand irgendwie verbreitern und dann vielleicht, damit es auch schöner aussieht, über die gesamte Länge ein Stückchen vorziehen. Aber das hat mir nicht gefallen und ich habe gesagt, komm, warum setze das nicht einfach hier in den Flur? Dann steht der Kasten halt hier. Aber mir ist das ehrlich gesagt lieber, als wenn der Kasten sich im Raum befindet.
Ich denke, hier ist eine ganz gute Position. Da bleibt ja sowieso dieser Kamin, auch wenn das technisch gesehen später kein Kamin mehr ist, sondern nur ein Abgasrohr oder Abluftrohr oder wie der Heizungsbauer es bezeichnet hat. Und auch wenn hier nur die Kabel durchkommen, diese Form bleibt bestehen. Ich sag einfach weiterhin Kamin dazu, verzeiht's mir. Und ja, wie gesagt, dann kommt der Kasten hier daneben. Doch all das sind nur unwichtige Kleinigkeiten verglichen mit dem, was morgen geschieht. Denn morgen, so haben wir die verbindliche Zusage des Dachdeckers gestern bekommen, werden die Dachpfannen hier ankommen und er wird mit seiner gesamten Mannschaft hier auflaufen und innerhalb eines Tages das komplette Dach eindecken. Seinen Kran hat er gerade schon vorbeigebracht. Der wird morgen früh dann hier in der Einfahrt geparkt. Die Aluprofile der Trockenbauer müssen da noch weg und dann geht's los. Und das Schöne, ich habe morgen einen freien Tag und das heißt, ich kann den kompletten Tag mit der Kamera begleiten. Bis gleich. Bis hierher hatten wir echt Glück mit dem Wetter, doch dann kam das angekündigte Gewitter sehr, sehr schnell und ganz plötzlich wurde es extrem gefährlich. Die erste Böe wirbelte Staub auf und blies ein paar Verpackungsfolien vom Gerüst, aber der Kran im Hintergrund gerät jetzt stark ins Schwanken. Und immer noch ist die Hubvorrichtung für die Pfannen am Haken und die wiederum steht auf dem Gerüst. Ich will euch diese 4 Minuten gerne in Echtzeit zeigen, denn im Zeitraffer verliert die bedrohliche Kraft der Natur hier ihre Wirkung. Einer der Dachdecker muss nun rennen und den Haken von der Vorrichtung lösen. Das war knapp. Die USB-Platten, die da auf dem Gerüst standen, hätten ihn auch treffen können. Die sind nun gegen die Regenrinne geknallt, aber tatsächlich hat die das ausgehalten.
Da oben kann ich eh nichts helfen, aber ich schau mal, ob die Kamera noch stabil steht. Das ist der Fall. Und später fische ich noch die Schirmmütze aus einem hohen Strauch, die dem Dachdecker kurz vor dem Umkippen der USB-Platten vom Kopf geweht worden ist. Beachtet den Kran. Der schaukelt sehr stark und könnte kippen. Vermutlich ist das der Grund, warum die Vorrichtung für die Pfannen vom Haken gelöst werden muss. Ich schätze, die könnte derart ins Schwingen geraten, dass es den Kran einfach umreißen würde. Ist nur eine Vermutung, aber dass der Kran kurz vorm Kippen stand, hat der Dachdecker mir später erzählt. Jetzt holen die Männer den Kran also ein, so schnell es geht. Gefahr gebannt, könnte man denken, aber weit gefehlt. Das Schlimmste kommt noch. Bedenkt, es ist nur ein Dachdeckerkran. Im Unterschied zu einem richtigen Kran kann der sich nicht mit dem Wind einfach mitdrehen und daher schaukelt er sich hier regelrecht auf. Zugleich ragte ein Stahlarm 24 Meter in die Höhe und ein Gewitter mit Sturmböen zieht auf. Das Einziehen des Krans wird zum Problem. Das hier ist die letzte Bewegung des Krans und dann geht gar nichts mehr. Und wenn das vorher schon gefährlich war, dann ist das jetzt Mission Impossible. Die Männer versuchen nun händeringend den Kran einzufahren. Man tippt auf eine defekte Batterie, Starthilfe mit dem PKW ist aber erfolglos. Sie prüfen die gesamte Mechanik, sofern möglich, und müssen schließlich mit einer extremen Kraftanstrengung den Kran mit, ich schätze mal, einer Geschwindigkeit von 1 Zentimeter pro Sekunde oder so, per Hand durch Kurbeln und Pumpen an der Hydraulik so weit herunterlassen, wie irgend möglich. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass es da längst zu schütten angefangen hatte. Durchnässte Männer an einem Metallkran, der im Gewitter gen Himmel ragt, der umkippen kann, wenn sie nicht schnell genug sind. Also ehrlich, Adrenalin war da vorprogrammiert. Zum Glück ist nichts passiert. Ihr seht hier hinter mir den Kran. Den konnten wir nicht komplett einfahren. Die sind froh, dass sie durch Handkurbeln diesen Kran überhaupt ein Stückchen absenken und dann kippen konnten. Die Batterie ist kaputt, der Motor ist kaputt, es ist nicht so ganz klar. Also das war eine echt gefährliche Situation. Der Kran hätte kippen können, der Blitz hätte einschlagen können, was auch immer. Die Männer sind total durchnässt gewesen und sind dann jetzt nach Hause gefahren, werden aber morgen wiederkommen und ich hoffe, dass sie dann gesund sind. Hier im Inneren des Hauses sind die Kabel nochmal deutlich mehr geworden. Die Elektriker waren natürlich da, die Monteure auch, aber es ist schon ziemlich dunkel. Man sieht eigentlich kaum noch was, von daher filmen wir das morgen lieber nochmal. Ah ja, jetzt weiß ich auch, was die heute gestemmt haben. Falls euch über die vielen Fliegen hier vor der Kamera wundert, ich filme gerade mit Kameralicht, ansonsten würde man hier gar nichts mehr erkennen. Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Hier im Dachgeschoss hat es jetzt nicht reingeregnet, obwohl es ebenfalls sehr stark geregnet hat. Die Bütten haben wir sicherheitshalber stehen lassen, aber da ist dieses Mal nichts mehr durchgekommen. Also, das Dach scheint jetzt dicht zu sein. Ja, das Gewitter ist noch nicht vorbei. Alles andere machen wir deshalb morgen, insbesondere schauen wir uns dann das Dach mal von oben an. Für heute ist hier Schluss, wobei der Statiker wollte noch vorbeikommen und das Haus abnehmen. Aber das filme ich nicht. Also, bis morgen. Beziehungsweise übermorgen, denn jetzt ist schon Samstag, Samstagmittag genauer gesagt. Richtig sonnig ist es auch nicht, aber immerhin regnet es nicht. Gestern Abend allerdings, nachdem die Handwerker weg waren, da war es richtig dunkel. Es hat zwar nicht so stark gewittert wie vorgestern, aber dafür gehagelt und zwar Hühnerei groß. Unser Auto hat eine ordentliche Delle auf dem Dach. Der Kran hier im Hintergrund ist weg, wie ihr seht, der musste abgeschleppt werden, die Elektronik war wohl kaputt. Da sind noch ein paar Ziegel hinten auf dem Bürgersteig und da, wie ihr seht, also ganz fertig sind die noch nicht, aber das meiste ist gemacht. Lasst uns mal raufgehen. Ihr kennt das Haus inzwischen gut genug, um zu wissen, dass wir hier auf der Südseite sind. Da ist das Zimmer mit den 3 Fenstern, was mein Arbeitszimmer werden wird. Im Hintergrund, da seht ihr diesen Kamin, der kein richtiger Kamin mehr ist, sondern nur noch so ein Abgasrohr.
Und hier auf der rechten Seite, da fehlt scheinbar eine Pfanne. Im Übrigen handelt es sich hier um Betonpfannen Taunusser Art, so heißen die. Es gibt wohl Frankfurter und Taunusser. Naja, warum fehlt da eine Pfanne? Weil das Gerüst so nah dran steht, das sieht man vielleicht besser, wenn ich mal hier hingehe, dass man die Pfanne da nicht mehr befestigen konnte. Die muss also nachträglich noch eingefügt werden, sobald das Gerüst da weg ist. Übrigens, hier hinten, da war ja noch kein Gerüst, da hat der Dachdecker sein eigenes Gerüst mitgebracht, damit er auch hier weiterarbeiten kann. Da fehlt offensichtlich noch die Eindeckung, aber immerhin die Lattung, die haben sie auch schon draufgepackt. Hier unter mir befindet sich eine Lücke im Gerüst und an die kann ich mich gar nicht erinnern. Ich bin sehr sicher, dass sich hier ebenfalls eine Planke befand und die mussten sie offensichtlich wegnehmen, um hier diese Fallrohre zu setzen, denn die sind jetzt auch dran. Und das ist natürlich sehr wichtig, denn wenn der gesamte Regen, den wir gerade haben, jetzt hier das Dach herunterfließt, in die Regenrinne fließt, dann wird das ganze Wasser durch diese Löcher hier austreten ohne die Fallrohre. Dann wäre das also so, dass das gesamte Wasser hier an einer Stelle unten herunterplatschen würde. Dann hätten wir da einen riesigen See, wenn das Wasser nicht so ins Haus fließen würde. Auch hier fehlt noch eine Pfanne, weil das Gerüst zu nah dran steht. Da oben seht ihr zwei Abluftrohre. Das rechte, das ist das Abluftrohr für unsere Badezimmer, das linke für das Badezimmer im Erdgeschoss. Das Eindecken des Pultdachanbaus hier über dem Wohnzimmer hattet ihr nicht im Zeitraffer gesehen. Das geschah nämlich zeitgleich mit der Südseite und da waren beide Kameras draufgerichtet. Hier diese Haken, die werden dazu da sein, dass hier noch so ein Gitter hingemacht wird, um die Schneelast aufzufangen, die gegebenenfalls hier das Dach herunterrutscht. Normalerweise habe ich mir inzwischen sagen lassen, macht man diese Gitter gar nicht mehr, denn die Schneelast soll einfach vom Dach ganz herunterrutschen. Aber hier in diesem Fall war das wohl dem Statiker sehr wichtig, denn dieses Dach gilt ja, wie ich schon mal in einem anderen Video gesagt hatte, als Flachdach mit einer Neigung von gerade mal 15 Grad. Und wenn die Schneelast von da oben ins Rutschen käme, dann würde sie hier auf diesem Flachdach landen und das wäre statisch unter Umständen problematisch. Und damit das nicht geschieht, soll der Schnee lieber hier aufgefangen werden und da in aller Ruhe schmelzen können. Hier seht ihr auch, dass die Pfannen um die Fenster herum nicht unbedingt gepasst haben. Die mussten zugeschnitten werden. Das haben die mit einem riesigen Trennschleifer gemacht. Das sind ja Betonpfannen. Und dementsprechend war das eine extrem staubige Angelegenheit. Ich bin übrigens froh zu sehen, dass unsere Fenster schon mal den ersten großen Hagelschauer mit, wie gesagt, taubeneiergroßen Hagelkörnern gut überstanden haben. Und auch die Regenrinne hat's überstanden. Hier, diese USB-Platten, die habt ihr eben auf die Regenrinne fallen sehen. Aber die ist augenscheinlich gerade geblieben. Ja, ich muss sagen, das Dach gefällt mir sehr gut, die Farbe gefällt mir sehr gut, die Pfannen gefallen mir sehr gut. Das ist doch ein richtig schönes Dach geworden. Ich befinde mich jetzt hier auf dem Gerüst des Dachdeckers. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit hier oben. Uiuiui, ich gehe auch direkt wieder runter, aber ich wollte einfach einmal drauf gewesen sein. Zum Schluss für diese Woche gehen wir noch einmal rein, denn da hat sich auch ein bisschen was verändert. Das erste, was hier drin auffällt, ist, dass die Zwischenwände zu sind. Die sind von einer Seite mit USB beplankt und auch Rigips, wie ihr gleich sehen werdet. Das zweite, was auffällt, ist hier dieser Metallkasten. Das ist kein Heizkörper, auch wenn es so aussieht, hat aber mit der Heizung zu tun. Das ist dieser Verteilerkasten für die Fußbodenheizung. Und die Rohre, die da links rausgehen, die münden in dem unbenutzten Schacht des Kamins. Hier von der Rückseite sieht man es vielleicht besser. Unser Kamin hat zwei Schächte. Der hier wird aktuell auch noch benutzt und in Zukunft kommt da wie gesagt dieses Abgasrohr durch. Und der hier war nie in Benutzung. Da haben die jetzt die Rohre für die Heizung durchgelegt und da werden auch die Kabel durchkommen, insbesondere auch für nach oben in die nächste Etage. Hier ist dann dieser Kasten für die Heizung, da kommt der Verteilerkasten für die Elektrik hin, deshalb da diese vielen, vielen Kabel. Und da hinten, unter der Treppe, da wird ein Kasten hinkommen für den Internetanschluss. Also da kommen die ganzen LAN-Kabel hin, da wird sich die Fritzbox befinden, etc. Hier also unser Ankleidezimmer, beziehungsweise das Zimmer, wo sich die großen Kleiderschränke befinden werden. Ich mag es ja nicht, wenn Kleiderschränke direkt im Schlafzimmer stehen, von daher kommen hier in einem separaten Zimmer links und rechts jeweils 3 Meter Schrank hin. Damit das passt, mussten diese Steckdosen und Lichtschalter hier möglichst weit nach links rutschen, ansonsten hätten wir hier nicht genug Platz gehabt, aber das wussten wir von vornherein, deshalb wurde diese gesamte Tür ja schon so weit nach links gesetzt, dass hier eben kein Regal mehr hinpasst. Das haben wir in Kauf genommen. Wie gesagt, ist das hier mit Rigips verkleidet und da oben diese Steckdosen dienen übrigens dazu, eine Schrankinnenausleuchtung anzubringen, wenn man das möchte. Im Schlafzimmer gibt es nicht viel zu sehen, außer dass einige Kabel dazugekommen sind. Ebenso hier in unserem Badezimmer.
Und auch hier im Wohnzimmer sind jede Menge Kabelstränge an der Decke und an den Wänden gezogen worden. Zum Teil richtig dicke Kabelstränge. Da hinten, da kommt sozusagen unsere Hauptstation für die Lichtschalter hin. Die Rollläden für diese Seite werden da hinten bedient werden und die Rollläden für die Küche und diese Fenster da hinten. Hier am Boden befindet sich bereits ein Stromanschluss für die Kochinsel. Da braucht man ja auch Starkstrom. Was ich gar nicht wusste, hier muss kein Starkstrom hin, da kommt nämlich der Backofen hin. Aber der Backofen, der braucht gar keinen Starkstromanschluss. Na gut, umso besser. Da oben verschiedene Anschlüsse für Spots zur Ausleuchtung dieser Arbeitsplatte, beziehungsweise da oben Anschlüsse für Spots hier für die Kücheninsel, die ja hier hinkommt. Von dieser Kante bis zu diesem Balken. Da wird sich ungefähr unsere Couch befinden und mittig darüber werden wir einen Deckenbeamer aufhängen. Dementsprechend muss da oben auch ein Internetanschluss, ein HDMI-Kabel und natürlich Strom gelegt werden. Dieses Kabel hier befindet sich jetzt nicht genau in der Mitte, aber das ist auch ganz gut so, denn wenn man hier Löcher in die Decke schraubt, um den Beamer zu befestigen, da will man ja kein Kabel erwischen. Also dieses Kabel kommt hier auf der Seite herunter und mündet dann hier sehr schön mittig, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Hier unten werden sich also Lowboards befinden mit der ganzen Technik, also dem AV-Receiver, den Spielekonsolen gegebenenfalls etc. Und das wird alles schön mittig ausgerichtet, deshalb haben sie hier die Kabel schön in die Mitte gelegt und ja, rechts und links davon müssen wir mal schauen, was wir genau dahin machen. Es kommt auch eine indirekte Ausleuchtung hinter den Fernseher, wenn da noch ein Fernseher hinkommt. Aber das wird alles mit Steckdosen, die zuschaltbar sind, von unten aus gesteuert. Über der Küche, da wo hier die Dachfenster hinkommen, hat der Dachdecker offensichtlich auch schon die Dämmung entfernt. Vielleicht sind euch vorhin diese gelben Kreuze aufgefallen, die sich oben drauf befinden. Das ist der Bereich, wo man jetzt im Moment auf keinen Fall drauf treten sollte, denn sonst landet man da unten. Hier unten befand sich jetzt gestern noch ein kleines bisschen Wasser nach dem großen Regen, aber das ist nichts, was irgendwie durch das Dach hineingekommen wäre, sondern das wurde einfach hier durch dieses nach Westen zeigende Fenster hineingeweht. Aus dem gleichen Grund haben wir hier auch im Dachgeschoss eine Pfütze, aber das ist kein Wunder, auch dieses Fenster geht nach Westen und diese Folie da, die hält so gut wie gar nichts ab. Ansonsten war rund um die Fenster jetzt alles dicht. Viel interessanter in diesen Räumen hier im Dachgeschoss sind auch die Zwischenwände, denn auch die sind jetzt von einer Seite geschlossen. Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen unter euch gibt, der sagt, dass er sich jetzt so richtig vorstellen kann, wie die Zimmer hier mal aussehen werden, wo die Wände geschlossen sind. Auch diese Wand ist natürlich geschlossen und von der anderen Seite auch schon mit Gipskartonplatten verkleidet. Die Bottiche hatte ich hier auch mal von ihrer Position direkt unter den Fenstern entfernt, damit man wirklich sieht, wenn da oben doch noch was hineintropfen sollte. Aber wie man sieht, das blieb jetzt wirklich trocken. Apropos Fenster. Vieles im Baubereich unterliegt zurzeit ja starken Verzögerungen durch Lieferschwierigkeiten. Unsere Dachpfannen zum Beispiel, die kamen jetzt 2 Wochen nach dem ursprünglich genannten Termin und da hatten wir eigentlich noch Glück gehabt, denn auf anderen Baustellen, da herrscht zurzeit Baustopp, weil einfach gar nichts mehr geliefert wird oder zumindest nicht alles, was man braucht. Es gibt aber auch solche Fälle, da selbst in diesen Tagen die Termine vorgelegt werden können und das mit unseren Fenstern ist genauso ein Fall. Andererlei ist unsere Freude in dem Fall, es gibt nämlich eine andere Baustelle, wo die Fenster eben nicht geliefert werden können. Die sollten eigentlich nächste Woche eingebaut werden, unsere Fenster übernächste Woche. Unsere Fenster sind aber schon da. Und so hat der Fensterbauer gesagt, ja, nächste Woche kann ich ja die nicht vorhandenen Fenster schlecht einbauen, also kann ich euren Termin vorziehen. Und so werden unsere Fenster jetzt nächsten Montag, also aus meiner Sicht übermorgen, hier eingebaut. Darum wird sich das nächste Video drehen. Ich bin sicher, das wird großartig werden. Da jetzt mal statt der Folie die richtigen Fenster zu sehen, dann sieht das Haus aus wie ein Haus. Das heißt ja nicht umsonst, die Fenster seien die Augen eines Hauses. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, gehabt euch wohl.